auf dem Weg nach Independencia. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Das ist doch mal wieder original Paraguay-Pampa. Wir gehen jetzt in dieses Restaurant. La Revancha. Heißt das nicht die Revanche, die Rache? Dass ich da mehr oder weniger Business Speed Dating moderieren kann. Also Wi-Fi haben sie schon mal nicht, aber ich habe hier sowas wie 4G. Bleibt nur die Hoffnung, dass sie da jetzt keine laute Musik drin haben. Ansonsten, hey, das hat Style, oder? Jo, das war's. 2 Stunden online Business Speed Dating in diesem Restaurant, was mittlerweile doch ganz gut voll geworden ist. Mit leckerem Essen. Jetzt haben sie auch Süppchen. Okay, da sind Tierkadaver reingefallen, brauche ich nicht. Aber wir werden nun starten. Laptop zu und los. Du bist auch soweit? Ja, ja. Na dann. Schon lange. Schon lange. Hab ich dich aufgehalten, weil ich hier mitten im Urlaub arbeite. Mittlerweile hat ein bisschen Regen angefangen. Muchas gracias, hasta luego, muy rico. Ein bisschen Regen angefangen, nennen wir es mal so einen mittleren Monsun. Jetzt können wir mal gucken, wo wir hier mal 1-2 Pferdchen auftreiben, die uns das Auto aus diesem Schlamm herausziehen. Ihr erinnert euch, das sah vorhin noch ein bisschen anders aus, ne? Harry, hol schon mal den Wagen. Harry, hol den Wagen. Das funktioniert. Oh. Hauptsache, wir haben uns ein Hotel mit Pool genommen. Sind losgefahren bei 38 Grad. Jetzt haben wir statt 38 Grad 18 Grad. Bombastisch. Erich, du verarschst mich, oder? Denkst du, da steige ich jetzt ein? Da, wo die Pfütze am größten ist. Hier, andere Stelle. Ah, Scheiße. Ah. Ah, hier ist sowas wie Boden. Hier kann ich einsteigen. Genau, so stelle ich mir das vor. Na, was machst du mit mir? Soll ich jetzt da einsteigen, wo der Schlamm am dicksten ist? Oder wie war die Idee? So. Ja. Ja. Verwöhnt ist man auch. Verwöhnt ist man auch, genau. Türe zu? Na gut, mache ich Türe zu. Dachte, ich könnte die mal offen lassen bei dem Wetter. Ja, nicht, dass hier noch... So, dann bin ich jetzt hier. Nicht, dass die armen Mücken frieren bei dem Wetter, oder? Ja, jetzt ist cool, kühl geworden, ne? Ja, genau, aus Jacke. Ah. Ja, das ist wirklich schön, wenn die Natur Wasser braucht. Aber muss das ausgerechnet jetzt sein, wo ich einen Pool habe? 16 Grad. 16 Grad, na super. 38 Grad losgefahren, jetzt 16 Grad. Jetzt haben wir es geschafft. Hier fühle ich mich doch mal gleich heimisch. Denn unser Hotel ist in der Sachsenallee. Welch ein Luxushotel für lokale Verhältnisse. Riesenbett. Passt sich ja gleich mit 4 Frauen drauf. Und dann auch noch so ein Ausblick. Haha, das also ist Independencia. Hotel Independencia in der Sachsenstraße. Im Übrigen ist es das erste Mal, dass ich meine Temperatur in der Dusche selber einstellen kann. Wow!
glaubt mal nicht, dass sowas selbstverständlich ist hier in Paraguay. Ne? Ja, das Abenteuer geht weiter. Jetzt dachten wir mal, wir können unsere Nachbarn im Hotel einladen zum Abendessen. Tun wir auch, aber die Idee mit eigenem Auto zu fahren, das ist uns zum Glück ausgeredet worden. Wir sind hier mit diesem Chevrolet mit Vierradantrieb los. Das haben wir aber auch gebraucht. Ich habe ja schon einige abenteuerliche Straßen gesehen in all diesen Ländern. Aber zumindest haben die den Begriff Straße verdient. Das hier, das ist ja nicht mal ein Waldweg. Okay, schauen wir mal. Das hier ist das einzige Restaurant, was offen hat, so im Umkreis von 1000 Kilometern, was weiß ich. Aber sieht gut aus. Camping Daguna. Ja. Wie dann eben so gehobene Restaurants heißen, ne? Buenas. Hübsch, hübsch, hübsch. Hallo Kati und viele Grüße aus dem freien Paraguay. Herzlich willkommen in meiner Freundschaftsliste. Was hat dich zu mir geführt? Deutsche Konstruktion, hier wird mitgedacht. Für Deutsche, für Paraguayaner. Buenos dias aus Independencia. Das ist es also, das große Ziel, der Traum aller deutschen Auswanderer. Ja, seit gestern sind wir hier. Gestern war ein furchtbares Wetter, von 38 auf 16 Grad runter. Das musst du erstmal verkraften, aber heute kein Grund zur Klage. Wir sind hier im gleichnamigen Hotel, Hotel Independencia, und muss doch sagen, hier fühle ich mich durchaus wohl. Hier schön Strohschirme, Pool, das Plätschern vom Springbrunnen. Auch mein Lieblingsschweizer ist total glücklich mit dem Frühstück hier. Riesengroßes Bett, passe ich mit vier Frauen gleichzeitig drauf. Ja, leider kamen keine. Hab den ganzen Abend vom Balkon geheult wie ein Wolf, aber keine Frauen sind die Dachrinne hochgeklettert. Ansonsten könnte mir durchaus vorstellen, so zu leben. Das hat natürlich was, ja, wenn es einmal gehören würde. Die Preise in Independencia haben sich in den letzten halben, dreiviertel Jahr verdoppelt, so wurde uns gesagt. Tatsächlich sieht man hier überall Deutsche, insbesondere hier in dem Hotel. Wir sind gestern mit einem Ehepaar, was hier ebenfalls wohnt, zum Essen. Ich habe die zum Essen eingeladen. Und ja, es gibt hier im Gästeblock drei verschiedene Ehepaare in unserem Haupthaus. Eher so die Kurzzeittouristen. Im Gästeblock sind die Dauermieten. Und was mich als erstes irritiert hat, ist die Altersstruktur. Ich habe mir tatsächlich eingebildet, ja komm, mit meinen 41 Jahren bin ich jetzt in der Mitte des Lebens und ich bin der Jüngste. Von allem, was ich hier gesehen habe, bin ich der Jüngste, mal abgesehen von der Familie, die jetzt irgendwie zwei Kinder unter 10 hat. Ich dachte, so in meinem geistigen Auge bauen wir hier was auf mit Gleichaltrigen, die anpacken. Und so diese drei Familien, die ich da gestern einladen wollte, ja, die erste hat dann nachher abgesagt, ja, mein Mann hatte gestern einen Schwächeanfall wegen der Hitze, ich komme nicht mit, also der ist wahrscheinlich keine 38, der Mann. Dann das die zweite, da haben schon die anderen gesagt, ne, die sehen wir nie, die sind hier ganz abgekapselt und sind nur für sich, okay. Und die dritten kamen dann, ja, sie war, ich sag mal, rüstig und er dann eben auf zwei Krücken, auch. Naja, bestimmt 70, ne? Ja, das ist nicht so die Generation, die hier was aufbaut.
Jetzt hat der Erich beim Frühstück noch andere kennengelernt. Elektriker, das sind die mit den beiden Kindern. Lass die mal so Mitte, Ende 40 sein. Und sie sagten, sie sind mit 20 Leuten aus der Region Wien rüber, haben sich schon im Juni kennengelernt übers Internet und wollen jetzt hier zusammen Gebiet kaufen, Auto zusammenbauen. Und sie sagten, ja, es schließen sich jetzt eben doch mehr junge Familien an, die ihre Kinder vor der Impfpflicht bewahren wollen. Aber so wie ich oder wie ich es dann eben auch aus Ascension von meinen Mitbewohnern kenne, dass man so alleine losgeht, jawohl, und ich mache was draus. Hier jedenfalls nicht. Aber was soll ich nach was bin ich jetzt hier, 16 Stunden, da schon urteilen. Für uns geht es jetzt weiter. Wir fahren nach Sudetia, nachdem die mir gestern ein Video gezeigt haben, wie dort Auswanderer zweiter, dritter Generation zum 80-jährigen Jubiläum der Colonia Sudetia einen bayerischen Plattler tanzen, sage ich, jawohl, genau da will ich hin. Und diejenigen, die da tanzen, das sind nämlich die Jungen, die sind in den 20ern. Schauen wir doch mal, ob ich da wieder Wölfe scheulen muss, um da ein paar heiratswillige Frauen anzulocken. Jo, das war's. Ein Tag und eine Nacht im Hotel Independencia, hier mit diesem schönen Feigenbaum. Hab mir schon sagen lassen, essen kann man sie nicht. Will ich auch gar nicht, seit meinem kleinen Feigling-Trauma in den 90er Jahren. Aber so lässt es sich doch wohnen. Gerade bei dem Wetter, viel Grünzeug, schön. Gut, auf nach Sudetia und mal schauen, wie es da wird. Schau sich mal diesen roten Sand an. Könnte auch Deutsch-Südwestafrika sein. Also Nueva Sudetia ist anscheinend nicht ganz so der Nabel der Welt. Ja, was machen wir jetzt hier? Wollen wir eins von den schönen Restaurants da nehmen? Hier auf der linken Seite oder rechts auf die Aussichtsplattform? Oder vielleicht hier dieses Multi-Cineplex-Kino? Wo fangen wir an? Oder da vorne geradeaus die Shopping Mall. Wird mir auch noch gefallen. Die eine oder andere Chica. Ach, hier kommt eine Chica auf dem Motorrad. Vielleicht. 50-50 Chance. Oh, es sind zwei. Schon 50%. Mount Sudetia. Immerhin machen das die Achsen mit. Ah, oh, ein Haus. Der Wahnsinn, der Wahnsinn. Mini-Markt San Miguel. Mini-Market. Und hier haben wir den Böhmerwald. Gott an dich die Bitte erschallt, erhalt uns Deutsch den Böhmerwald. Joch. Und sowas kenne ich auch noch nicht. Entweder haben die hier künstlerisch begabte Maulwürfe oder das sind Termiten. Das ist hier überall. Den Eingang nicht. Das ist Stein. Oh. Total hart. Jetzt sind wir im Hyperstore. Hyperstore ist noch viel größer als Supermarkt. Und was haben sie hier eingeschlossen? Jawohl, dass niemand das Nutella klaut. Und dieses Pferdefutter ist auch typisch Paraguay. Da stehen die nämlich voll drauf. Alles, was vollkommen trocken ist, das ist toll. Ja, ansonsten appetitlich hergerichtet. Da weißt du nicht, ist das für Hunde, für Pferde? Ja. Oder zwischen Torte. Mit Geburtstag. Ernsthaft 0,7er Flasche rum für 1,90 Euro? 0,7? Da muss man ja zum Alkoholiker werden. Aber wirklich, da muss man zum Alkoholiker werden. Das geht gar nicht anders. Willkommen im Unverpacktladen. Mais, Maismatsche, Tierfutter gleich nebeneinander. Das wird bestimmt noch nie verwechselt. Erdnüsse, Nudeln, grünes irgendwas.
noch mehr Grünes irgendwas. Na dann. Und ganz wichtig, Kokain. Jetzt schaue ich mir mal das Ressort Yacht und Golf an. Da haben wir nämlich einen schönen Pool. Und wenn das hier noch wärmer wird, da brauche ich sowas nämlich. Standesgemäß, sag ich mal. Ne? Na, dann schauen wir doch mal. Jo, perfektes Timing. Das lässt sich hier aushalten. Wasserball ist übrigens so eine Sportart, wo ich nahezu unschlagbar bin. Kann ich jetzt auch mal so ein Match organisieren. Oman gegen Paraguay. Hola Neri, tengo otra piscina. Yo vuelto de Asunción. Este es Resort Yacht y Golf. Me gustaría vivir aquí.